Herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen. Einfach und wie immer natürlich klar erklärt. Ja, wir sind hier immer noch in Darmstadt. Genau. Ja, das wollte ich jetzt mal nicht selber sagen. Ich wiederhole mich immer. Darmstadt beim Immobilienkongress, Immopreneurkongress von Thomas Knedel. Und ja, wir tauschen uns hier aus, natürlich über das Thema Immobilien, über Mindset, Aktien auch zum Teil, ne? Alles, was dazugehört. Wir vernetzen uns und erstmal herzlich willkommen. Hakan Zitak, der Immo-Coach. Genau, der Immo-Coach. Vielen lieben Dank, Steffen, für die Einladung zum Interview. Gerne. Ja, und wie bin ich auf ihn gekommen? Ich habe natürlich über Facebook mal wieder die Sachen verfolgt und dann bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe mir mal sein Buch hier zu Gemüte geführt. Ja? Immobilien selbst verkaufen gibt es und Immobilien selbst vermieten. Ja? Und das ist sehr, sehr interessant, wie ich finde. Es ist auch sehr umfangreich, wie man sieht. Also da war ich halt überrascht. Ne? Es gibt halt viele von diesen Angeboten, wo dann wirklich wenig drinsteht oder wenig Neues. Aber das ist sehr fundiert und auch schön illustriert. Ja, also kann man nicht anders sagen. Und die Frage, die sich mir natürlich als erstes gestellt hat, ist, du bist ja selber Makler. Genau. Und du schreibst Bücher, wie man jetzt Immobilien selbst verkauft und selbst vermietet. Genau. Gräbst du dir damit nicht selbst ein eigenes Grab oder warum machst du das? Ja. Komischerweise, diese Frage bekomme ich fast jedes Mal, lieber Steffen. Im Prinzip nein, weil ich stelle mich ja mit meinen Büchern als der Experte dar, indem ich mein Know-how in Form von Büchern dann eben auch niederschreibe und dann eben auch in die Welt hinaus posaune sozusagen. Wenn ich eine andere Marketingaktivitäten, zum Beispiel das heißt Online-Werbung, einfach nur so, ich bin der Experte oder sonst dergleichen, dann eben auch machen würde, das würde sehr schnell verpuffen. Mhm. Und was ist das beste Format? Ein Buch zu schreiben, in dem man sein Know-how, sein Können, dann eben auch auf ein paar Seiten dann eben auch niederschreibt, dann eben auch gutes Know-how und dann eben auch eine echte Hilfestellung dann eben auch gibt, wie man seine Immobilie ohne Makler oder ohne selbst vermietet oder verkaufen kann. Und das wird ganz anders dann eben auch aufgefasst und bleibt eben auch im Hinterkopf als der Experte Hakan Zitak, der Immo-Coach. Ja, also dann sehe ich es so, du sagst natürlich, okay, man muss irgendwie auf sich aufmerksam machen, ne? Ist klar, man möchte sich auch als Experte darstellen. Genau. Und dann ist natürlich gut, wenn man einen Mehrwert bietet, ein interessantes Buch bietet. Auf jeden Fall. Und ich vermute mal natürlich, es ist natürlich so, es ist besser, wenn auch die Leute informiert sind selbst, die vielleicht dann trotzdem, aus welchen Gründen auch immer, keine Zeit, einen Makler vielleicht auch noch engagieren, ne? Aber eben trotzdem besser dann auch wissen, was der macht und das auch besser nachvollziehen können. Und diejenigen, die es sowieso selber machen wollen, die werden es vielleicht auch so selber machen, oder? Definitiv. Ne? Ja. Also der vornehmliche oder der Hauptgrund war Aufklärungsarbeit. Mhm. Weil wir Makler, das heißt im Verkauf oder Vermietungsbereich, wir haben ja so ein negatives Image, so nach Motto, der Makler, der schließt ja eh nur die Tür auf und so weiter. Ja. Und ich war schon immer ein Verfechter davon, dass Makler definitiv auch eine wertvolle Dienstleistung gegenüber den Kunden dann eben auch abliefern, weil die dann eben auch dem Kunden dabei helfen, die Immobilie gut zu verkaufen oder gut zu vermieten. Das ist aber bei vielen noch nicht so wirklich drin, ne, weil diese Vorurteile dann eben auch herrschen. Und ich wollte einfach, dass das Know-how, diese Vorurteile dann eben auch abbauen, indem ich dann Aufklärungsarbeit mit dem Kanal der Immo-Coach und mit den Büchern dann eben auch betreibe und dann zu zeigen, da steckt alles wirklich dahinter. Ich gebe dir alle Werkzeuge, alles Know-how, was du dann eben auch benötigst, mach's selber. Und wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten hast, gut, dann kannst du mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Das ist eben auch die beste Überzeugungsarbeit, indem man dann sagt, okay, mach das lieber mal selbst, so, ich gebe dir alles, was du brauchst. Und dann merkst du, okay, kannst du das wirklich so einfach? Ist es wirklich nur diese Tür aufschließen? Oder steckt dann womöglich doch ein bisschen mehr dahinter? Das ist so die Intention dahinter gewesen. Okay, was macht denn für dich eine gute Maklertätigkeit aus? Kannst du mal zwei, drei Beispiele nennen? Worauf sollte man da achten? Woran erkennt man das? Ja, ja. Also im Prinzip, wenn jemand einen Makler dann eben auch beauftragt, dann kann der auch eine gute Dienstleistung, eine professionelle, eine seriöse Dienstleistung dann eben auch erwarten. Dann erwarte ich, oder mein Kunde kann dann eben auch von mir erwarten, dass er ab dem Zeitpunkt, wo er mich beauftragt,
keine Minute mehr mit daran arbeiten muss. Mhm. Ja, ich übernehme ihm dann den kompletten Prozess des Vermietungsprozesses oder des Verkaufsprozesses dann eben auch ab, dass derjenige dann keine Minute mehr sich damit beschäftigen muss, mhm. ja, also sich zurücklehnen kann, sich um ja, seinen Job oder Vermögensbild weiter ausbauen, Kinder ja. kümmern kann, weil dafür hat er einen Dienstleister dann eben auch beauftragt. Mhm. Und demzufolge ist es meine Aufgabe als Dienstleister, dem Auftraggeber sozusagen den Rücken zu stärken und vor allem darauf aufzupassen, weil wenn es um Verkauf geht, dass er den bestmöglichen Preis dann eben auch bekommt mhm. beim Verkauf und bei der Vermietung, ja, dem bestmöglichen Mieter mhm. und definitiv ohne Mietnummern. Mhm. Also sicherstellen. Ja, also das ist natürlich auch, also es klingt für mich raus, dass du auch natürlich langfristige Beziehungen schätzt. Auf jeden Fall. Oder auch natürlich, sag mal, das Problem ist ja auch, wenn jetzt einer irgendwas schnell macht, das spricht sich ja auch irgendwann rum, ne? Mhm. Und man lebt ja auch von Empfehlungen, ne? Mhm, definitiv. Ja, und das ist meistens so, also kurzfristige Sachen, irgendwann rächt es sich langfristig, ne? Wenn man da kurzfristig Mist baut, ne? Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ne? Also egal, was Dienstleistung ist, ne? Hat sich schon immer ausgezahlt, auf jeden Fall. Ja, okay. Also dein Kanal ist ja noch relativ neu, dein YouTube-Kanal. Genau. Ne? Da kommen jetzt auch Interviews mit auch. Ne? Genau. Auch von diesem Kongress kommt ein bisschen was. Auf, ne? Auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch eins vorher schon gehabt. Also ich war bei ihm dann im Interview. Da könnt ihr dann mal schauen auf seinen Kanal. Genau. Und da wurde ein bisschen was zu meiner Person und wie ich die Sachen so sehe und so weiter. Genau. Es ging nicht nur um Immobilien, ne? Genau, gefragt. Ja, das würde ich alles hier unter dem Video dann verlinken. Mhm. Ja, würden wir uns natürlich freuen. Also wie gesagt, ich habe da auch einen guten Eindruck hier. Das ist wirklich was mit Content und Seriosität. Ne? Mhm. Ja, und das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Genau. Okay, abschließend Wort an dich. Abschließend, also im Prinzip... jeder kann alles selbst, nur muss man sich darüber eben auch informieren. Das heißt, wenn man in Immobilien selber Geld investieren möchte, dann muss man sich da definitiv selber reinlesen. Mhm. Also ich würde mich da nicht nur auf Externe eben auch verlassen. Mhm. Ne? Sich selber eben auch ein Urteil und eine Meinung darüber bilden, damit man nichts Falsches dann eben auch macht, beziehungsweise nur auf andere Experten dann eben auch zu vertrauen, sondern sich da tief in die Materie reinzuarbeiten und selber definitiv mit der Materie auseinandersetzen. Und dann die Rückschlüsse daraus ziehen und dann die beste mögliche Wahl für sich dann eben auch zu treffen. So fährt man definitiv immer am besten, so meine Erfahrung. Mhm. Ne? Meinung kann man viele einholen, aber die eigene Meinung, die eigenen Erfahrungswerte, das sind so die richtigen. Ja, ja. Und da muss man ein bisschen was tun, ne? Zeit investieren. Es ist so wie beim Training, ne, wenn man Sport macht. Ne, vom Fernseher sitzen und zuschauen, da schafft man nichts, dann kommt man zu nichts. Und da muss man auch mal selber was machen. Und dann muss man auch mal ein Buch aufklappen. Kontinuierlich, und dann auch was ins Handeln kommen. Ne, genau. Ja. Genau. Ja, okay, super. Ja. Dann war es das soweit und ne, bis zum nächsten Video. Ja. Ciao. Ciao.